Hier sehen wir wieder Lehrer Lempel mit seiner Klasse. In der Klasse von Herrn Lehrer Lempel unterrichtet Herr Birkenfeld Gesellschaftslehre. Leider hat Herr Birkenfeld momentan nicht die Möglichkeit, den Schülern irgendwelche Aufgabenblätter zukommen zu lassen oder irgendwelche Nachrichten zu schicken. Deswegen möchte er in die Klasse von Herrn Lehrer Lempel aufgenommen werden. Im Folgenden wird Herr Lehrer Lempel also die Gruppe der Schüler für Herrn Birkenfeld freigeben. Dazu loggt sich Herr Lehrer Lempel wie gewohnt in sein SchoolFox-Konto ein. Dort wählt er die Schülerklasse oder Schülergruppe aus, geht auf Einstellungen, und sagt dort Lehrerin hinzufügen. Er möchte gerne Herrn Birkenfeld hinzufügen und gibt unten, das ist wichtig, die E-Mail-Adresse von Herrn Birkenfeld ein. Und klickt danach auf Kollege einladen. Wechseln wir nun auf den Computer von Herrn Birkenfeld. Herr Birkenfeld hat eine E-Mail vom SchulFox-Team bekommen. Und sieht dort, dass Herr Lehrer Lempel ihn in die Klasse 05a einladen möchte. Er bestätigt dies und gibt als Rolle Gesellschaftslehrer ein. Er ist Lehrer für GL. Wir wechseln wieder auf den Computer von Herrn Lempel, Paul Lempel. Jetzt sieht Herr Lehrer Lempel, wenn er in die Einstellungen geht, dass auch Herr Birkenfeld Mitglied seiner Klasse ist und Nachrichten verschicken kann. Wieder zurück auf dem Rechner von Herrn Birkenfeld. Herr Birkenfeld loggt sich in sein SchoolFox-Konto ein und dort sieht er die Klasse 0a aufgelistet. Kurz durchatmen. Ein pädagogisches So. Jetzt wisst ihr eigentlich alles, was ihr wissen müsst. Im nächsten Video geht es dann eher darum, zu zeigen, wie die Schüler und die Eltern mit der Handy-App umgehen können, sprich, wie sie sich anmelden können und wie sie Nachrichten an den Lehrer verschicken können. Bis dahin, liebe Grüße.